Und Lagopfiff. So, der hat sie unbeeindruckt gezeigt. I'll take a look. Oh. Ein Verfassungsspring plus 4. Okay, du trägst schon einen Verfassungsgürtel. Dann kriegst du den Ring. Wer auch immer das war, ist schon lange tot. Die letzten Überreste des Fleisches sind schwarz und gefroren. Die Leiche berühren. Dieser Krater beunruhigt dich und deine drei Gefährten. Es fühlt sich ungut an, verdorben, aber die Verlockung möglicher Reichtümer ist stärker. Der riesige Fels in der Mitte des Sees könnte Gold in sich tragen, Edelsteine noch mehr. Nach einer ganzen Woche voller Knochenarbeit ist das Boot endlich fertig. Es ist vielleicht nicht vollständig wasserdicht, aber es wird ausreichen, um dich über den See und zurückzutragen. Ihr steigt am Ufer in das Boot. Der eisige Wind bläht die Segel. Sandon grinst dich an. Er hatte die größten Zweifel, ob das Boot schwimmen würde. Einen Augenblick später ist er verschwunden. Er kann gerade noch einen Schrei ausstoßen, als ihn ein gigantisches Tentakel aus dem Boot reißt und unter Wasser zerrt. Weitere Tentakel tauchen aus dem Wasser auf. Die Luft füllt sich mit den Geräuschen von krachendem und splitterndem Holz, als das Boot auseinandergerissen wird. Du tauchst ohne zu zögern in das Wasser und beginnst panisch in Richtung Ufer zu schwimmen. Du hoffst, dass deine Gefährten dasselbe tun. Deine schweren Felle ziehen dich hinab, aber wie durch ein Wunder erreichst du das Land. Du hörst ein blubberndes Geräusch und blickst auf. Du siehst ein Mitglied des Fischvolks über dir. Ein Lagopfiff. Seinen Speer angriffsbereit. Du kniest dich mit erhobenen Händen hin, um zu zeigen, dass du keine Waffen besitzt, dass du keine Gefahr darstellst. Der Lagopfiff macht wieder diese Geräusche. Warte, beginnst du zu sagen, aber die Kreatur rammt ihren Speer tief in deine Brust. Zumindest ist der Schmerz nur vor kurzer Dauer, ehe die Welt zu verblassen beginnt. Lena. Also wenn wir mal gucken, wissen wir nicht mal, wo wir am besten lang gehen sollen. Hello. Hello. In der Mitte des zugefrorenen Sees in Kerns Namen liegt ein Fragment von Ioni Barta, dem gefallenen Mond. Damit befindet sich das Mittel, mit dem er die Augenlosen vernichten kann. Sogar noch fanatische Hondritenkämpfer sind hier unterwegs. What? Der ist wieder auf Selbstverteidigung.
Na, was sagt ihr, der Schild? Oh, er kommt voran. Sogar ziemlich schnell. I'm here. I'd be glad to. Yay, jede Menge Zeug. Zauberbuch der Gezeiten. Oh, wie nett. And what does the flame reveal? Oh, Wald der Schwächung. Was sagt eigentlich Alofs Zauberbuch? Kriegshund und Steak? Noch mehr Undriten? Ja. Okay, Itomak ist mal wieder down. Füge niedergestreckt Feinde 150 Schaden zum nächsten Stufe zu erreichen. Füge Feinden 750. Wird immer besser, das Schild. Schaden als Ausdauer wiederhergestellt. Oh, das ist nice. Certainly. Ring des Schutzes. Blaues Amulett des verschlungenen Pfades. Konzentration, Entschlossenheit, Zauberwirken, geweihter Boden wäre eigentlich am ehesten was für dich, Dovens. I'm here. Nein, rasten wollte ich nicht. I shall be quiet as a... It's no trouble. Hope that helps. Na, nicht sonderlich viel hier. Noch eine Falle. Okay, für Rastvorräte wäre gesorgt. Ich höre wieder was trampeln. So, hier geht's nicht weiter. Gut. Also ich glaube, hier oben geht's allgemein nicht weiter. Außer, ja gut, hier führt eine Rampe runter. Gut. Lager der Undritenfanatiker und ein Undritenschrein. Thank you.
Also, wenn ich einzelne von denen habe, die bekämpfe ich normal. Wenn ich mehrere sehen sollte. Oh, ein Eisbär. Ein Schneebär. Warum müsst ihr uns angreifen? Wir haben euch eigentlich nichts getan. Ich meine, ihr seid genauso weiß wie Itumak. Now. Eine Reihe kleiner Eisschollen trennt zwei größere Schollen voneinander. Sie heben und senken sich im Wasser und krachen immer wieder gegeneinander. Trotz ihrer Instabilität liegen die Eisschollen so eng aneinander, dass du sie nutzen könntest, um auf die andere Seite zu gelangen. Wem allerdings zu wenig Eleganz und Gleichgewicht in die Wege gewegt wurde, der hat gute Chancen, auf dem Eis auszurutschen und im eiskalten Wasser zu landen. Reif und Frost folgten auf des Kartes Schritte. Den Zauber Frostexplosion. Oh. Als du deine Magie wirkst, kristallisiert das Wasser zwischen den Eisschollen zu einem robusten Gitter aus durchsichtigem Eis. Aufgrund der Größe der Schollen wird dein Zaubereis jedoch nicht lange stabilisieren. Schon jetzt hörst du, wie einige der größeren Schollen knarzen, an ihren vorübergehenden Befestigungen reiben. Weggehen. Na, das muss nicht sein. Wir können auch einfach da oben runter. Und den normalen langen Weg nehmen, auch wenn das hier der kürzere Weg ist, ohne um uns durch viel Gegner durchkämpfen zu müssen. Aber sind wir ehrlich, die Augenlosen waren bis jetzt nicht so heftig das Problem. Keep an eye out. Einzeln können sie nicht viel. Und hat das gezählt? Ja. Ja, noch einmal muss er einen Gegner niederschlagen, dann hat er schon die nächste Stufe freigeschalten. Hallo? Hallo? Wie soll man Quicksave zu. Da kommt schon einer. Ist das Abidons Hammer, der ihn gerade instant gekillt hat? Yes. Hold your ground. This isn't working. Wo bist du, Edea? Der kann die Dinger tatsächlich umwerfen, auch wenn es nicht für lange ist. Following your lead. Your tail ends here. Die werfen mit Eisblocken nach Sagani. You're not getting to me. This isn't working.